Ja, Doria Diering bei mir. Merci beaucoup für ein wunderschönes Tor, dein erstes Tor in dieser Saison, zur Eröffnung praktisch. Aus deiner Sicht nochmal, war das so abgesprochen, so abgestimmt, dass ihr euch ja fast unsichtbar da, oder sagen wir nicht unsichtbar, nicht sichtbar für uns, da so absprecht, weil der Ball wirklich super durchgeleitet wurde? Ja, es ist, weil er hat super gemacht, also der hat sich gedreht, dann hat er quer zu mir gespielt. Aber von Anfang an war gut, wo ich glaube Timo den Ball beobachtet. Das war richtig gut. Wir haben gesagt von Anfang an, dass sie Fehler machen, weil wir uns gesagt haben, okay, wir machen die unter Druck. Das war der Fazit von dem Trainer. Haben wir gut gemacht, denke ich. Von der ersten Halbzeit auch, wo leider nicht Mo das Tor macht. Der trifft wieder das Pfosten. Aber ja gut, am Ende haben wir 2-1 gewonnen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich habe dich gerade eben beobachtet, nonchalant, also kein Sprung gerade eben. Bist du so fertig? Ich bin schon fertig, also war schon ordentlich heute wieder mit dem Hitze da. Wow. Ich glaube, war wieder 38 Grad. Wir haben auch Mitte die Woche gespielt, Pokal. Jetzt geht es wieder Dienstag los. Also, kostet schon viel Kraft, aber mal sehen jetzt. Vielleicht gibt der Trainer einen Tag frei, morgen hoffentlich, dass wir uns wieder gut regenerieren können und Dienstag wieder zu Hause abliefern können. Was ist denn der Unterschied zwischen der ersten Halbzeit und der zweiten gewesen? In der ersten Halbzeit war die ja noch so ein bisschen zurückgehangen, aber beide Mannschaften, also war das noch Abtasten mehr? Ja, also ich glaube, erste Halbzeit haben wir uns ein bisschen beobachten bei der Mannschaft. Wir haben gesagt, okay, wir gucken ein bisschen, wie das läuft und so. Wir haben auch einmal eine gute Chance gehabt mit Mo de Ville, wo der Pfosten trifft. Die hatten auch einmal einen Kopfball, glaube ich, aber nichts Besonderes. Und ja, zweite Halbzeit waren wir einfach effizient. Wir haben, glaube ich, dreimal aufs Tor geschossen oder viermal haben wir zwei Tore gemacht. Deswegen haben wir uns, ja, heute, glaube ich, haben wir 3 Punkte verdient. Ist das jetzt so der positive Start für euch, dass es dann gegen Hessen 3 eigentlich gleich weitergeht am kommenden Dienstag? Ja, gut. Also 3 Punkte sind heute gut, aber jetzt geht es einfach Dienstag weiter. Wenn wir wieder gewinnen, dann sieht es schon ordentlich aus. Wir haben nicht gut gestartet, aber trotzdem haben wir das erste Spieltag ordentliches Spiel gemacht. Leider keinen Punkt geholt, aber ja, Fußball muss man Punkte holen. Ist schon brutal, oder zurzeit die Hitze, jetzt dann noch englische Woche. Das drückt schon. Seid ihr jetzt vielleicht auch ein bisschen glücklich, dass dann hinten raus nochmal das Spiel von Frankfurt auf von Freitag auf Montag? Auf jeden Fall. Also ich glaube, das könnte uns gut tun, auf jeden Fall. Und daher von auch Montagabend Live-Spiel, das ist auch noch push ein bisschen mehr. Gegen Frankfurt, ja, also auf jeden Fall ein gutes Spiel dort. Mal sehen, ja. Danke dir. Okay, vielen Dank. Danke. Gute Zeit, hoffentlich einen Tag frei. Schulz bei mir. Heute hier 2-1 gewonnen bei Wahnsinnstemperaturen. Aber wir fangen erstmal, bevor wir nochmal dann auf die zweite Halbzeit eingehen, dann, was war denn in der ersten Halbzeit los? Was war los? Ich meine, wie gesagt, Temperaturen waren brutal und man hatte nach 20 Minuten schon das Gefühl, man hätte schon 60 Minuten in den Beinen, aber ja, ich muss sagen, wir haben es angenommen, der Gegner genauso, und das ist halt einfach, der Trainer hat es in der Halbzeit gesagt, hat es vor dem Spiel gesagt, das ist dann halt einfach so ein Spiel, das dann über den Willen entschieden wird, über einen Kampf und vielleicht auch mal eine Standardsituation oder das glückliche Tor bzw. den letzten Willen, und darauf haben wir hingearbeitet, und ich denke, dann sind wir in der zweiten Halbzeit auch belohnt worden. Erste Halbzeit war auf jeden Fall ein hartes Spiel, ein 50-50-Spiel, wo es in beide Richtungen gehen kann. Ich denke, der Mo hat eine gute Chance, der Gegner hat auch die eine Kopfballchance, die mir jetzt gerade einfällt. Aber so sind die Spiele halt bei gefühlten 40 Grad und gegen einen sehr guten Gegner, die auch noch einige Punkte holen werden. Deswegen, wir sind zufrieden. Was waren denn genau die Worte dann in der Halbzeitpause? Was kriegt ihr denn da mit dann nochmal auf den Weg, wenn ihr da rausgeht von Bernhard? Ja, es war klar, dass das Spiel über Kleinigkeiten entschieden wird. Über das erste Tor, über eine Standardsituation, so wie ich es gesagt habe. So wollte der Trainer auch nochmal betonen, dass wir da in die Situation, in der es eng wird, im 16er mit voller Überzeugung reingehen. Und dann haben die Jungs dann auch gemacht, als wir den Ball einmal klar uns 1-0 machen. Das gibt dann nochmal ein bisschen Aufschub, dann 2-0 hinterher, da waren wir gut dabei. Und gut, 2-1 gibt dann nochmal dem Gegner ein bisschen Luft. Dann war es eng am Ende und beide waren platt, aber wir haben sie über die Zeit gebracht und haben ein gutes Spiel gemacht zum Ende hin, und deswegen sehr zufrieden. Was sich ja viele jetzt zur Zeit fragen, verletzungsbedingt heute eine sehr dünne Bank, Nag, Weig, Flick. Ja. Ist das eine große Belastung für euch zur Zeit? Wir brauchen 11 und solange wir die haben, sind wir auch alle positiv. Und nee, klar, wir wissen, dass jeder Ausfall im Moment doppelt wehtut, aber wir haben eine gute Mannschaft auf dem Platz und hoffentlich bleiben alle gesund, aber wir können
Wir haben noch gute Jungs, die nachkommen, die zwei Jungen beispielsweise, dann noch der Morris dazu. Wie gesagt, wir haben eine gute Truppe auf dem Platz, egal wie wir dann am Ende mit den Elf anfangen und deswegen nichts, was uns runterzieht. Okay, also jetzt doppelte Belastung, habe ich schon gerade eben zu Dorio gesagt. Ihr habt ja jetzt gleich wieder am Anschluss englische Woche. Ja. War das jetzt aber heute vielleicht nochmal so ein positiver Schub? Ihr hattet ja auch noch das Pokalspiel gegen Neckar Elz, ja, dass ihr jetzt dann weiterhin durchstarten könnt? Ja, ganz klar, gut. Das erste Spiel war bitter. Wie gesagt, dann haben wir den Pokal und die Pflichtaufgabe erfüllt. Und heute war ein Kampfsieg und das tut immer gut. Gerade zum Anfang der Saison über die Zeit gebracht und... Klar, wir wollen jetzt in die Saison reinkommen. Der Trainer hat gesagt, das ist der erste Schritt, den haben wir heute gemacht. Am Dienstag hoffentlich den zweiten. Okay, super, dann freuen wir uns auf den Dienstag. Alles Gute bei den Temperaturen. Okay. Yannick, ey, du hast uns ganz schön ins Schwitzen heute gebracht. Was war das denn für ein Tor? Ja, das passiert bei mir natürlich auch nicht allzu oft. Ich wusste schon, dass ich ihn aus der Drehung versuchen will, ins lange Eck zu schießen. Und dann hat er halt ziemlich genau gepasst. War natürlich ein geiler Moment für mich, auch vor der Kurve, vor der eigenen... Ja, Bock gemacht. Also das Gefühl, dass du diese Saison jetzt wieder so richtig schön zurückgekommen bist und hier richtig durchstarten kannst? Ja, ich habe natürlich jetzt meine Vorbereitung wieder komplett mitgemacht. Ohne die letzten Jahre war ja immer irgendwas, ob ich an Augen operiert wurde oder Bänderriss oder irgendwas war ja immer. Und jetzt habe ich halt mal die 5-6 Wochen Vorbereitung komplett durchgezogen. Fühle mich halt auch ganz gut, fühle mich fit. Und ja, das sieht man dann auch auf dem Platz. Studierst du eigentlich noch? Also ich bin eingeschrieben. Ja, ich bin nicht mehr allzu oft in der Uni anzutreffen, leider muss ich sagen, weil ich es eigentlich sehr gern gemacht habe. Aber ich habe halt nicht mehr so viele Kurse, die ich noch machen muss. Neigst du dich dem Ende zu? Oder? Ja, ich muss halt noch touren und schwimmen, bin ich jeweils zweimal durchgefallen. Also wenn mir irgendeiner helfen kann, ich bräuchte dringend Hilfe. Solange du die Gegner auf dem Platz zum Schwimmen bringst, ja, dann musst du auch schwimmen können. Ja, leider halt auch fürs Studium, ne? Aber irgendwann werde ich das auch durchziehen und dann schwimmen. Dr. Yannick Sommer, also ja, so mit der Präzision, wie du ihn reingehämmert hast. So. Ja, wie gesagt, also ich denke, es war ein verdienter Sieg heute, weil wir es echt 75 Minuten lang haben wir es, finde ich, sehr gut gemacht. Dann am Ende haben wir natürlich nochmal ein bisschen geschwommen, weil die dann nochmal nach dem Tor ein bisschen Selbstbewusstsein getankt haben, aber ja, da haben wir es über die Zeit geschaukelt. Ich glaube, jeder Mann kam zum Einsatz. Das war auch, habe ich auch so noch nicht erlebt, aber ja, ich glaube, es wird eine lustige Heimfahrt jetzt. Ja, auf jeden Fall. Also sei euch vergönnt, auf jeden Fall die kurze, lustige Heimfahrt. Aber die Studentenfrage und die ewigen Studenten, gell, es nervt so, oder? Bei mir geht es genauso. Ja, ich hoffe, meine Eltern gucken es nicht. Ich bin bald fertig, aber das dauert noch. Ja, genau, sage ich auch immer wieder. Mach's gut, Digga. Mach's gut, super. Ciao.